Hallo Leute, willkommen zurück bei Pokémon Nuzlocke. Wie versprochen bin ich bei der Arena. Ich habe etwas geändert. Erstens nämlich habe ich Mighty Mike mitgenommen und ihm Zerschneider beigebracht und Tom O'Malley, weil er die Mitnahmefähigkeit hat, die ich dann doch für meine bösen Zwecke ausnutzen werde. Und ich habe Olivia an den Start getan, weil ich mit ihr die meisten oder alle Kämpfe nach Möglichkeit hier austragen möchte. Ja, kämpfen wir. Das ist kein Platz für Kinder, nicht mal wenn du gut bist. Wie ich sehe, ist das Matrose und der wird kein Elektro-Pokémon dabei haben wahrscheinlich. Matrose Dwayne. Dwayne interessiert. Doch sogar. Ein Pikachu. Und natürlich macht es keine Elektro-Attacke. Dafür kriegst du aber Intensität 10 ab. Es geschieht dir so recht, Pikachu. Wenn, also um an Major Bob ranzukommen, muss ich ja zwei Schalter finden im Müll. Wenn das länger dauern sollte, dann werde ich das offscreen machen. Weil es mir schon öfters, des Öfteren passiert, dass das ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen hat. Nein, nicht Double Team. Steigert seinen Fluchtwert. Das nervt so. Und jetzt wahrscheinlich. Haha, das kriegt ihr aber recht, Pikachu. Stirb bitte dran, stirb bitte dran. Ja! Sehr gut. Ach ja, ich habe mir unter anderem ein paar Paralyseheiler gekauft. Ein paar Potions. Hab unwichtige Sachen verkauft und Sachen abgelegt. Wow, überrascht mich. Tja, ich hab's drauf, ne? Ah, Paralyseheiler, Paralyseheiler. Gott, Gott, Gott. Und am besten, ja, ist eigentlich Verschwendung, aber sonst kommt man ja eigentlich nie dazu, das Geld auszugeben, das man hier bekommt. Na, komm her. Komm her, schau mich an. Gott, ist der Typ ignorant. Ich bin ein Leichtgewicht, weil aber ich bin aber gut mit Elektrizität. Darum bin ich dieser Arena beigetreten. Der Engineer Bailey. Voltoball ist natürlich auch schnell, aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass das keine Explosion kann. Kreischer. Ja, das ist sogar tatsächlich schneller als ich. Ich habe immer eine scheiß Angst bei solchen Pokémon. Wie Voltoball, Elektroball, Smogmog, Smogon, Geowatz, Georock, Kleinstein, weil die können alle Explosionen. Irgendwann zumindest mal. Ah, schade. Und ein Magnetilo, aber da wechsle ich doch mal lieber zu Jalapenos. Weil ich nicht glaube, dass Boden effektiv gegen Stahl ist. Brenne. Schön, noch ziemlich gut im Rennen hier. Geröstet, frittiert, ja, besser. Hast du mir zu sagen? Weil, als ich in der Army war, war Lieutenant Sarge Major Bob mein Co. Ja, er war ein harter, ja, Commander. Ich finde, Tucker, ich finde es geil, dass es hier eine Army gibt und so und dass Major Bob ziemlich offensichtlich Amerikaner ist, aber mein Gott, du hörst nie was von den großen Pokémon-Kriegen oder so oder von irgendwelchen Kämpfen. Und du darfst ja Pokémon auch eigentlich nicht dazu verwenden, um andere Pokémon oder Menschen zu verletzen. Also es ist sehr suspekt, die ganze Geschichte vom Major Bob hier. Ja, toll. Ja. Aber Level 23, das ist schön.
Gentleman Tucker besiegt. Aufhören, du bist sehr gut. Och, und jetzt schaue ich mal, dass ich die beiden Schalter finde. Ja, nee. Wenn nicht, dann... Ah, und wir sehen schon, mein Tom O'Malley hat den ersten Gegenstand gefunden. Das freut doch. Schalter. Nein, kein Schalter hier. Nein, kein Schalter hier. Oh, wie das nervt. Wie das annervt. Nein, nein. Nein, nein. Oh, ist das mies, ey. Kotze. Ah, hier. Okay, jetzt muss ich überlegen. Ich sag links, weil rechts und unten war nichts. Oh Gott, ey. Wie das so dreckig zufallsbedingt ist. Ey, da hätte man sich auch echt was Besseres ausdenken können. Das ist somit eines der nervigsten... Das ist ja nicht mal ein Rätsel. Das ist einfach nur... Bullshit. Nein! Ah! Ich kann euch gleich sagen, ihr könnt wahrscheinlich noch mindestens 4 Minuten skippen, bevor ich hier irgendwas finde. Ist das scheiße, ey. Nee, ist cool, ich will nicht mehr gegen Major Bob kämpfen in der Folge. Und wie es halt immer auf der anderen Seite dann ist. Ja, dann, ja, ja. Probier es unten. Nein, natürlich nicht. Ey, ich schneide es wahrscheinlich raus. Also. Brauche jetzt nämlich schon knapp 2,5 Minuten dafür. So, so, so. Nur noch 3 übrig. Das müsste jetzt eigentlich logischerweise links drin sein, weil in den anderen allen nichts war. Nein, natürlich nicht. Pisse. Elende Pisse. Ich will nicht mit dir reden, Fettsack. Fetter Glatzkopf. Boah. Na, da ist auch was drin. Jetzt aber. Nein! Grrr! So, 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 hier ist ein Schalter. Probieren wir es oben. Ja! Geht doch endlich! Geht doch! Gott, 1,5 Minuten habe ich noch mal mit dem zu kämpfen. Wenn es länger dauern sollte, dann schneide ich doch was raus von dem. Von dem anderen Scheiße. Hey, Kind! Was glaubst du, was du hier tust? Du wirst nicht lange überleben in einem Kampf. Nicht mit deiner mickrigen Kraft. Ich sage dir etwas, Kind. Elektro-Pokémon haben mir das Leben während des Krieges gerettet. Sie haben meine Gegner paralysiert. Das gleiche wird dir jetzt widerfahren. Welcher Krieg? Leader Lieutenant Sarge. Ach, da heißt ja gar nicht Bob im Englischen. Bob. Ja, das wird Olivia im Alleingang schaffen. Nein! Wie scheiße ist das denn? Ah, jetzt macht das Super Potion. Ja, hätte ich mir aber denken können. Komm, jetzt Magnitude 7, naja. Wird wahrscheinlich nicht reichen. Oh, doch. Wow. Nice. Ich habe Angst vor seinem Reitschuh. Das dürfte wahrscheinlich Slam können. Das
ist natürlich dann scheiße. Ja gut, das Ding ist ja lächerlich. Das Pikachu hier. Ich finde die Kampfmusik saugeil, muss ich sagen. Die hat was. Wow, ich könnte es sogar schaffen, ohne was rauszuschneiden. Wenn der nächste Kampf mich nur 30 Sekunden. Nee, kann ich wirklich vergessen, aber. Okay, Raichu. Paralysiert ist natürlich scheiße, dagegen anzutreten. Doch, 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 muss ich. Hässliches Ding. Aber ich mache jetzt trotzdem mal an dieser Stelle hier einen Schnitt. Ciao, bis zur nächsten Folge.